Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Und zwar heute folgendes Thema. Wann soll ich trainieren gehen? Wann ist die beste Tageszeit zum Trainieren? Meines Erachtens nach gibt es gar keine beste Tageszeit zum Trainieren, weil jeder Mensch auch ein Stück weit einen unterschiedlichen Tagesablauf hat, unterschiedlich auch ein Stück weit strukturiert ist. Und somit würde ich persönlich vorschlagen, beziehungsweise habe ein paar Tipps für euch. Grundsätzlich ist es mal wichtig, dass wir überhaupt trainieren gehen. Wann wir trainieren gehen, ist mal zweitrangig. Problematisch ist immer für viele, die sehr spät abends gehen, so 21, 22 Uhr, aber um 23 Uhr spätestens im Bett sein sollten, weil sie am nächsten Morgen wieder um 5 oder 6 aufstehen sollten. Das ist immer oft ein schwieriges Unterfangen. Warum? Weil natürlich durch Bewegung, durch Sport, durch intensive Belastung natürlich den Körper wach macht. Der Körper ist in der Regel, wenn er auch kurz nach dem Training erschöpft ist, ist aber danach wach, weil wir haben eine hohe Blutzirkulation. Wir haben natürlich auch den Körper aktiviert über das Gehirn. Da ist natürlich Hormonstatus bam bam, hellwach. Ich möchte wach sein, ich möchte agil sein. Zusätzlich haben wir natürlich auch tief geatmet, eine sehr hohe Sauerstoffsättigung im Blut. Das heißt, alle Grade, dass ich wach sein sollte, sind gegeben. Auch der Melatoninhaushalt, das heißt Schlafhormon, wird oftmals auch die Produktion wird reduziert. Weil natürlich eben dagegen gearbeitet würde, weil man in der Regel ja abends eben piano ruhig sein sollte, runterfahren sollte, sich auf die Bettzeit vorbereiten. Training, hartes Training ist keine Vorbereitung auf die Bettzeit. Und somit tun sich manche Menschen schwer, dass sie abends sehr spät trainieren gehen und danach das Problem haben, dass sie nicht einschlafen können oder lange braucht bis zum Einschlafen oder auch eben zum Teil einen relativ unruhigen, ungesunden Schlaf haben. Deswegen sollte hier, wer kann, eben darauf achten, dass man so früh wie möglich in den frühabendlichen Stunden ins Fitnessstudio geht oder auch laufen geht oder auch seinen intensiven Sport macht. Zusätzlich habe ich noch einen Tipp für viele Selbstständige. Viele Selbstständige geht ja eben der Tag ein Stück später los, auch wenn sie schon um 7:30, 8 im Geschäft sind. Die Businesszeit 9, 10 Uhr und dann natürlich abends sehr oft auch Open End. Warum Open End? Weil hier noch ein Termin reinkommt, hier kommt noch ein Kundengespräch, da kommt ein Telefonat und da kann man nicht sagen, hallo, es ist 18 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, hallo, 17 Uhr ist nach Hause, sondern da kommt es eben mal vor, dass eben aus dem möchte gerne 18 Uhr Feierabend, 19 Uhr wird es 19.30 Uhr, 20 Uhr, 20.30 Uhr, 21 Uhr. Dann haben Sie in der Regel auch schon 12 Stunden Arbeit auf dem Rücken. Das heißt, Sie kommen abends entsprechend ausgelaugt und ausgepowert an. Und was wird man wohl logischerweise machen? Die allerwenigsten sind dann so gnadenlos hart und sagen, ich mache jetzt noch Sport. Dann braucht man Ruhe. Ist ja auch gut so, man muss sich auch regenerieren. Man muss ja auch mal den Geist regenerieren, was man mit Sport auch könnte, aber es ist einfach zu spät, man ist leer, man hat keinen Power mehr. Deswegen für alle Selbstständigen, ganz gute Idee, ihr habt morgens einfach ein bisschen mehr Spielraum. Baut euren Sport vormittags ein. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde intensiven Sport am Vormittag. Steht ein bisschen früher auf, geht in den Sport, ihr werdet sehen, wenn ihr das irgendwann mal in eurem Tagesablauf drin habt, ist es überhaupt nicht mehr schwer. Unter Voraussetzung, dass ihr das als besonders wertvoll abprogrammiert, einen positiven angehängten Kopf, jawohl, das brauche ich, das ist gut für mich und auch gut für meine Leistungsfähigkeit in meinem Beruf, weil ich viel vitaler bin, viel aufgeweckter bin, weil derjenige, der morgens trainieren geht, der ist in der Regel danach auch hellwach. Wer um 7 trainieren geht und um 8:30 im Geschäft ist, fühlt sich um 8:30 schon so, wie er erst um 11 Uhr wäre. Er ist topfit, weil er einfach das System angeregt hat. Alle anderen, die natürlich ins Studio gehen, die einen normalen Tagesablauf haben, was heißt normalen, die eben 7 Uhr anfangen, 8 Uhr anfangen, dann ihre 8, 9, 10 Stunden haben, die gehen in der Regel dann mal nach Hause, essen erst was und gehen ins Studio. Auch das ist eine schlechte Kombination. Also ich finde es wesentlich besser, wenn man seine Sportsachen mitnimmt und dann direkt nach der Arbeit zum Training geht. Ob es Laufen ist, ob es Mountainbike fahren ist, direkt nach der Arbeit oder ob es Fitnessstudio ist. So, diese Variante ist wesentlich besser. Warum? Wenn ihr nach Hause kommt und dann erstmal runterfahrt, ihr mal Sofa gesehen habt, vielleicht der Fernseher an ist, vielleicht was Leckeres gegessen habt, dann wird der Körper träge. Er sucht natürlich die Ruhe, weil wir natürlich uns tagtäglich unseren Beruf natürlich auch anstrengen müssen. Deswegen gibt es da so ein paar Taktiken, wo man das Ganze umgehen kann, dass die Trainingsfrequenz nicht zu niedrig wird. Weil viele wollen in der Woche dreimal ins Fitnessstudio. Dreimal Sport machen, egal, muss ja nicht Fitnessstudio sein, was anderes. In der Regel, dadurch, dass sie keine klare Zeitstruktur haben, wann was gemacht wird, wird aus dem 3 irgendwann zweimal, irgendwann einmal, irgendwann gar keinmal. Deswegen ist ganz wichtig, dass so gewisse Regeln eingehalten werden, dass ihr euch gewisse Regeln macht, dass ihr zum Beispiel euer Training auch in den Kalender eintragt.
mit einer sehr hohen Priorität, weil es ist für euch, für eure Gesundheit, für eure Leistungsfähigkeit. Wer sagt Sonntag, sagt, naja, ich gehe nächste Woche dreimal Sport machen. Anfänglich ja, wenn die Motivationsgrad sehr hoch ist, aber irgendwann flacht es ab, irgendwann dann zweimal, dann nur einmal und irgendwann, ah, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr. Deswegen ganz wichtig, gutes Zeitmanagement, das A und O, und Sport mit hoher Priorität versehen. Und natürlich entsprechend agieren, wann gehe ich ins Fitnessstudio, wann es am besten, Selbstständige habe ich euch gerade erklärt, auch die anderen, die arbeiten gehen, da gibt es einfach gewisse Tricks, dass ihr es euch leichter macht. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema deine gesunde Fitness, dein regelmäßiges Training, meine Aufgabe. Wenn ihr manchmal ein bisschen Hilfe braucht, gebe ich euch einen Tipp. Da gibt es einen YouTube-Kanal von mir. Abonnieren bekommt ihr in der Regel regelmäßig Infos zum Thema Training und zum Thema Ernährung. Das Ganze kostenfrei, genauso meine Fanseite bei Facebook, das gleiche Spiel in Grün, Social Network von mir für euch. Das war's, bis dahin, macht's gut.